Liebe Hallenserinnen und Hallenser, was für ein ganz besonderes Jahr liegt hinter uns, auch in der Kommunikation. Gemeinsam hatten wir viele Hürden zu meistern. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid. Und so haben wir das Jahr erlebt. Trotz der Lockdowns halten wir euch mit Bus und Bahn mobil, versorgen euch natürlich sicher mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Und natürlich entsorgen wir auch euren Müll und euer Abwasser. Besonders weh tat uns die Schließung des Maiamare und der Bäder vorübergehend. Unser Kundenmagazin musste ja letztes Jahr auch eine Ausgabe lang pausieren. Wir haben statt 4 Ausgaben nur 3 Ausgaben produzieren können. Und dieses Jahr starten wir aber wieder voll durch und basteln gerade an spannenden Themen für das neue Heft. Freut euch drauf! Vielen Dank an dieser Stelle an unsere große Facebook-Gemeinde. Wir konnten euch mit über 580 Facebook-Beiträgen auf dem Laufenden aus unserer Stadtwerke-Gruppe halten. Vielen Dank für eure über 15.300 Likes und eure mehr als 2.300 Kommentare. Vielen Dank für euer Mitmachen. Und mitmachen könnt ihr übrigens auch bei der EVH Bürgerbeteiligung. Hier könnt ihr in regionale Energieprojekte investieren und von bis zu 2,3% Zinsen profitieren. Hallo auch von mir und meinem Schreibtisch zu Hause. Ich denke, es lässt sich nicht bestreiten, dass 2020 ein wilder Ritt für uns alle war. Aber für mich und gerade im Stadtwerke-Kosmos sind dieses Jahr auch natürlich tolle Sachen passiert. So zählt zu meinen Highlights zum einen der Sonderpreis des Stadtwerke Awards, den wir im September dieses Jahr gewonnen haben, für unser Projekt Neustarten. Und auch die Bewerbungsphase für die Ausbildung mit Start 2021 stand dieses Jahr keinesfalls unter einem schlechten Stern. Wir haben knapp 500 Bewerbungen erhalten. Das zeigt uns, dass das Interesse an den Stadtwerken nach wie vor groß ist. Und ich freue mich, dann nächstes Jahr hoffentlich mit einem Stück Normalität die neuen Stadtwerkerinnen und Stadtwerker begrüßen zu dürfen. Auch der Sommer 2020 war wieder ziemlich heiß und trocken. Darunter litten nicht nur wir Menschen, sondern auch die Pflanzen. Die Hallische Wasser- und Stadtwirtschaft hat aus diesem Grund eins ihrer Fahrzeuge mit einem Gießarm ausgerüstet und konnte so die Bäume im Stadtgebiet mit genügend Wasser versorgen, sodass auch sie gut über den Sommer gekommen sind. Wir alle waren dieses Jahr gezwungen, etwas mehr zu Hause zu verbringen. Und fast schon passend haben wir die zweite Smartphone-App der App-Familie Mein Halle auf den Markt gebracht. In Mein Halle zu Hause findet ihr alles rund ums Wohnen, von den Altglascontainern über Notfallapotheken, natürlich Wohnungsangebote in der Stadt und ganz viel Wissenswertes rund um euer Zuhause. Also ladet sie gern mal runter. Hallo alle zusammen da draußen an diesem letzten Tag des Jahres 2020. Ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns und dennoch ein Jahr, in dem auch wir alle gemeinsam den Alltag meistern mussten und das auch ganz gut geschafft haben, denke ich. Ich danke Ihnen, dass Sie uns die Treue gehalten haben, den Stadtwerken Halle, auch in 2020, diesem ungewöhnlichen Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam frohen Herzens in das Jahr 2021 starten. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr.